Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge Bosemanata. Wir gehen stürmen auf die 60 zu. So alt sind wir leider schon. Und ich bin hier allein dabei. Dabei ist nicht der Markus, weil Markus hat momentan, war erst krank, dann hat er Internetprobleme und bleibt weiter auf Internetprobleme. Das heißt, er ist momentan im ganz tiefen schwarzen Loch. Also fühlt sich an, ob die irgendwie so in Sauerland sind, weil da ist sowieso überhaupt kein Internet. Heulsuse. Genau, und ihr habt schon gehört, Gameplay ist wieder dabei. Moin. Moin, ja. So. Was soll ich machen? Mir ist langweilig. Aber richtig. Lol. So ein Assassin's machen wir hier nicht, wir bleiben noch sehr schön kinderfreundlich. Also wenn ihr wisst, Penis. ihr wüsstet, was wir dann meinen, natürlich, so. Wir haben zwei Aufträge zu erledigen, das heißt, wir müssen, bei einem müssen wir gießen. Und beim anderen müssen wir noch Sachen holen. Dann müssen wir gießen. Dann müssen wir gießen. Dann müssen wir baggern. Dann müssen wir Und dann dreimal müssen wir Sand in die wieder Erde Sachen holen, hinbringen. zweimal Zement in So, den Trockenpfand, dann müssen wir bei gießen, halt pusten, die Fresse. baggern, Erde wegbringen, Halt die Sprühzeug besorgen, Fresse. Wasser trinken besorgen, Also, Erde die wegbringen. Sachen, die ersten Sachen haben wir schon besorgt. Nein. Los. Alter, ich will so gerne jetzt eine schlagen. Mach das. Nein. Schade. Auf jeden Fall, wir haben hier so, ja, hier liegt so ein bisschen was am Bosch, da liegt was rund, das muss noch aufgeladen werden. Ja, wie gesehen, wir haben Gabelstapler, Scania, Mobilkran und alles backt hier so ein bisschen rum. Deswegen muss die ganze Ladung muss jetzt noch aufgeladen werden, deswegen steht ja auch schon der Mobilkran und Kannst der du das Scania. bitte machen? Ich bin da zu blöd für. Wir können ja beide so zusammen machen, weil da ist sogar der Scania ist sogar da. Dann kann einer mit Scania machen, einer kann mit Mobilkran und Schubtwurf, haben wir alles drauf. Ich bin Mobilkran. Ja, dann mach ich den Scania aber. Mit dem Mobilkran komme ich wenigstens klar, ey. Welcher ist denn das? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 635.000, wir haben nur einen draußen, ne? Richtig. Wunderbar. Wie geht der nochmal? Genau, W ist Aber mit rein, Scania kommst du E doch ist klar. rein. Genau, da ist ausfahren, A und da ist oben runter. Schön. Am Scanner kommst du noch klar. Ne, irgendwie nicht mehr. Was ist passiert? Er hat mich gemobbt. Ja, ist klar. Scanner mobbt dich, ey. Guck mal, das geht doch viel besser hier. Hoppala. Der Knopf. Und wir wollen eigentlich mit dem lieben JC Power aufnehmen, aber er hat leider sein Steam-Passwort vergessen. Wir können es auch sagen, wegen Fehlkunde. Nein. Wegen fehlender Kompetenz konnte JCPO war leider nicht dem Spiel beitreten. Was hast du jetzt gesagt? Das habe ich gesagt. Das stimmt. Das hast du aber vor mir gesagt, vor der Aufnahme. Wer hat mir denn schon wieder Heißt geschrieben? aber nicht, dass ich jetzt, Doch bist du. ne, ich gemein bin, wer du es gesagt hast. Ich hätte das ja nie in der Aufnahme gesagt. Wo wir schon bei dem Thema sind, dass du mich jetzt nur noch nervst Oh, das tue ich doch gerne. und ich dich nicht mehr dabei haben möchte und so weiter machst, Okay. kannst du ja ganz schnell eben sagen, Alter, es war ein Witz gemeint, du Vollhorst. Leute, ihr Wo seht. ist der Emoji? Moji, Moji, wo ist der Gude? Ihr seht, ich bin nur von den Toten umgeben. Richtig. Sollen wir den guten mal ein bisschen ärgern, Leute? Sollen wir mit meinem alten Profil Gaming Base, mit meinem alten Profil The Boy reingehen? Ein bisschen mobben, die ganzen Leute und so. Starten wir Kannst du jetzt endlich mal Solo bitte rein. nochmal reinkommen?
Wie heißt das Spiel nochmal? Stadtwerke Gronau, ne? Ne, SWG. Sag ich ja. Stadtwerke Gronau. Das ist SWG. Mal eben fix den guten Herrn Barnum sagen, auf Twitter besuchen gehen. Ne? Total. So. Bahnansagen. Okay, die Bahnansage des No, Monats. stopp. Nicht so schnell. Aber ich habe schon die Bahnansage des Monats. Ja, und die. Richtig. So. So, meine Damen und Herren, wir haben heute den 27.5. 3. Den 3. Juni. Den dritten sechsten. Ja, weil der erste Juni Montag war. Aber heute ist doch Ja, der, und Mittwoch, heute ist Mittwoch. heute ist doch der 27. Mai. Wo wir aufnehmen können. Ja. So, und wann kommt die Folge öffentlich? Nächste Woche. Ja, stimmt. Heute ist ja schon ein Video rausgekommen. Und Also. zwar, warte, steht hier. Nächste, also, wenn ihr das Video seht, Folge habt. 58 heute wieder zu zweit mit neuer Tonqualität ist schlecht. XD. Ja, so. Scheiße sind. Und weil wir immer aufnehmen und ich habe keinen Bock mehr mit euch. So, weil wir immer aufnehmen und natürlich das dann halt für nächste Woche halt ist. Weil wir aufnehmen, dass es für nächste Woche ist, ist heute der 3. Juni. Das heißt, es gibt Bahnansagen. Des Tages, Wochen, Monat. Richtig. Und weil ein neuer Monat ist, fangen wir an mit der Bahnansage des Monats. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. Wir warten darauf, dass der Zug an Bahnsteig 8 abfährt. Das Problem ist, dass Lokführer genau dieses Zuges vorgesehen. Deshalb weiß ich momentan nicht, wie wir das lösen können. So, alle Mathematiker, Ingenieure, bitte zum Stellwerk. So, eben weiter aufladen. Mit zwei Leuten geht's eigentlich besser als mit ein. Ne? Ein. So, ganz schnell eben, bevor wir es alles wieder vergessen, wie kann man mitspielen? Es gibt ein Formular in der Videobeschreibung. Hm? Da füllt man alles aus. Ich habe jetzt keine Lust, die Fragen vorzulesen. Man kann selber lesen. So dumm ist man nicht, würde ich schätzen. Und dann kann man das abschicken. Sollte man abschicken, wenn man mitspielen will. Richtig? Und dann schicken wir euch eine E-Mail und da steht dann drinne, was ihr noch machen müsst. Und ihr bekommt dann noch ein zweites Formular wegen DSGVO und Datenverarbeitung und so. Ist wichtig, aber ist wichtig. Und dann, ja, werdet ihr das auch hoffentlich ausfüllen und da schreibt ihr dann auch hin, was ihr spielen wollt und alles und lol und wann ihr am besten könnt. Genau. Und dann, Kannst du mir mal eben helfen, Nint? warte, und dann sagen wir euch, wann ihr mitspielen könnt. Nichts leichter als das, also, ja. Gehen wir eben mobil ran. Ja. Bei mir da unten die Wandgrundierung, ne? Höcke. Da komme ich nicht dran. Ja, ich habe gerade auch noch eine Wandgrundierung hier, die Probleme verursacht. Ja, wo denn? Hier hinten am Arsch der Erde. Ja, aber kannst du erstmal die Wandgrundierung? Ich mach da eben mal hier die Riebeswand mach ich erstmal richtig. Stich im Weg. Nein, alles gut. Muss sagen, ne? Passt doch. Euer Pool eigentlich schon wieder einsatzbereit? Der war schon einsatzbereit. Cool. Ich will auch so einen Pool haben. Ja, aber momentan ist Lieferzeit. Ist teuer, so ein Pool. Na, geht eigentlich, aber Lieferzeit, Ja, aber Carlos kein Geld. ja. Aber die Lieferzeit, also dieses Jahr ist unglaublich, weil dieses Jahr wird irgendwie jeder einen Pool haben. Und dann hätte ich halt gerne einen Pool, der viereckig ist, nicht so rund. So eher viereckig. Ja, viereckig ist teurer, ne? Ja, aber ich finde viereckig schöner irgendwie. Ja, aber viereckig ist viel, viel teurer als ein Runder. Muss da noch irgendwas hin? Nee, aber du kannst die Ladung mal befestigen. Okay.
Dann muss ich drücken F zum Aussteigen, ne? E ist ja LS. Trockenwandelement ist immer nicht korrekt verladen. Dann tun wir das doch schnell, ne? Na, das war die ganze Zeit, die du so bescheuert aufgeladen hast. Ja, sorry. Nicht die Toilettenkabine umkippen. Obwohl wir die gar nicht brauchen, ne? Doch. Nein! Jeder braucht eine Toilettenkabine. Nein! Allein, weißt du, was mir so aufgefallen ist, als Bauarbeiter? Was? Auf den wenigsten Baustellen stehen Toilettenkabinen. Genau, das ist eine Großbaustelle, da muss eine Toilettenkabine hin, sonst sterbe ich, weil ich muss richtig viel pissen. Ja, dann wäre Elektriker kein Beruf für dich. So, fährst du oder soll ich fahren? Alles klar, schon wieder findet mich ein Mädchen geil, nur weil ich vorhin beim Friseur war. Hallo? Fährst du bitte? Warte eben. Leute, ich brauch Leute, die... Genau, ihr braucht kompetente Arbeiter, also meldet euch... Und fleißige! Und genau, ihr braucht kompetente und fleißige Arbeiter, also meldet euch im Mitspielformular. Ja. Genau. Die sogar eine halbe Stunde ohne Meckern bereit zu sind und keinen Kuchen wollen. Nein, wir haben keinen Kuchen. Kannst du mir was zu trinken holen nach der Folge? Ja, nach der Folge geht alles. Schön. Ich hasse es. Wo muss ich denn? Zu welcher Baustelle? Nummer? Gesundheit. Eins. Eins. Nummer eins. Das ist die da oben, wo ich letzte Mal war, ne? Ja, da wo mega Stau ist, weil die Autofahrer inkompetent sind. Ja, guck mal, hier ist auch so ein inkompetenter Autofahrer. Der ist mit 80 voll und nicht reingerast. Der Wichser. Apro! Ich bin ja. Nee, ja, Auto. Ja, Auto, wenn wir schon Auto fahren sind, ne? Ich war ja letztens, bin ich ja, war ich ja auch in Bonn. Bonn. Und bin dann durch den Tunnel gefahren, da war 50. Und ich bin Richtung Koblenz gefahren und natürlich schaut man dann eben aufs Navi, um nachzuschauen, wie weit du gerade ausfahren kannst, ne? So. Und dann kann. Nein. Und dann kann ja mal passieren, dass man dann ja geblitzt wird, weil man ja mal eben paar Kilometer zu schnell bist. Das heißt, du wurdest geblitzt in deiner... So, ich war mit 55 geblitzt, das war 50 erlaubt, das heißt, ich war 5 km/h zu schnell. Abzugtoleranz? 3 km/h. Das heißt, ich war 2 km/h zu schnell. Genau. So, jetzt denkt man natürlich, okay... Das kann ja mal passieren, weil man mal auf Navi schaut, das sieht man auch auf Blitzerfoto, ja, in dem Moment aufs Navi schaue. Ne? So, für die 2 km/h wollen die 30 Euro haben. YOLO. Und das ist wirklich Abzocke. Jeder sagt es wird immer in der Fahrschule gesagt, wird immer gesagt, ja, wenn man auf Navi schaut und so weiter und ihm mal geblitzt wird, eigentlich darf nichts passieren, weil so 2 km/h, 3 km/h sagen die Polizisten immer noch, okay, es kann ja sein, dass du eben kurz auf Navi schaust oder eben abgelenkt bist, ne? Und dann wirst du nicht geblitzt. Aber dieses 2 km/h so schnell und 30 Euro, das ist wirklich Abzocke der deutschen Polizei. Grün! Und wie findest du das? Ich finde das auch so. Ja. Genau. Ich habe mir vor, mit 16 einen A1-Führerschein zu machen und dann, Spende, ja. Spenden bitte über wo spenden? PayPal. E-Mail-Adresse, ja. Schreibt mir über Insta. Oder über. Dann sagst du aber das Geld ein. Schreibt mir über Insta. Und, ich schicke euch dann die PayPal-E-Mail-Adresse. Oh, geht auf unsere Webseite, da steht die E-Mail, da steht der Kontakt, die E-Mail-Adresse, dann könnt ihr auch genau, da. Webseite ist auch in der Beschreibung. Dann bitte in E-Mail betreff, dann einfach Amazon-Gutschein oder so, oder. Spende. Oder Spende betreff einfach. Oh, ich bin zu schnell. Ich darf nur. Oder entweder über PayPal oder Amazon-Gutschein. Beides wird gehen. Oh, hier ist rot. Mit freundlichen Grüßen, das fehlt dem Schulze oder ich. Weil es geht dann zu mir zugute und dabei können wir natürlich dann. Ja, wir können aber dann neues Equipment, neue Spiele, neue DLCs, all sowas. Genau. Oder wir können nochmal geile Ausflüge machen. Genau, zum Beispiel nach Bonn und euch dann mit
mit schönen Videos versorgen. Oder Frankfurt, Frankfurt. Wart ihr da nicht, ja, ne? Da wart ihr. Nein, wieder nicht. Ich bin über Rot gefahren, aus Versehen. Ja, das ist noch schlimmer, als mit 55 km/h im Tunnel zu geblitzt werden. Ich fahr 44. Ja, aber... Fußgängerzone. Ja. Aber trotzdem. So. Dann müssen wir, dann hol ich mal eben den... Zombie, ich stehe an der Ampel. Und die wird nicht grün. Ah, jetzt. Einfach. Nein, das ist teuer. Ja, wie teuer denn? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das teuer. Ach ja, nee, 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 nee. Guck mal, die Hälfte ist schon wieder rum, ne? Ja? Ja. Hilfe. Und wir haben immer noch nicht die Bannansage des, Ich hab eh gerade rot, das können wir ändern. Ja, die Bannansage des Tages. Als Entschädigung für den Halt sind wir direkt über dem Rhein zum Stehen gekommen. Sie diese herrliche Aus. Ja, und eigentlich, wo ich das kenne, wo man immer rein stehen bleibt, ist Köln. Ja. Problem ist, diese Brückenträger oder die Brückenkonstruktion versperrt dir eigentlich den Blick über den Rhein. Deswegen ist es für mich keine Entschädigung, für mich bleibt es einfach eine Bestrafung. Also der einzige schönste Zustand, den ich mehr gefahren bin, war von Mainz nach Münster. Ich habe noch eine schöne für die Woche, aber... Ja, ja. Ich bin von Mainz nach über Münster gefahren. Das war eine schöne Strecke. Weil du an den Weinbergen vorbeifährst. Da siehst du rechts den Rhein oder halt den Main, ne? Und auf der anderen Seite hast du die Weinberge. Ja, das ist wunderschön. Also das ist wirklich so, das ist wirklich wunderschön. Was glaubst du, mit welcher Folge knacken wir denn alle, in welcher Folge knack ich oder Lolli gleichzeitig alle Erfolge? 100? Ja, bisschen ist gut, also wenn ich mal nachschaue, steht da, bau die Schule? Das aber erstmal, das ist unser großes Projekt. Wir wollen nämlich jetzt noch nicht anfangen. Wahrscheinlich in den Sommerferien. Dann muss ich noch, bei 1000 Objekten, muss noch 500 und 1000 Objekte mit dem Bridgewagen transportieren. Da bin ich momentan bei 578 bei 1039. Da muss ich 10 Kilometer noch fahren, da bin ich bei 89%. Ich muss insgesamt 1000 Kilometer fahren, da habe ich 64% geschafft. Und 100 Bauvorhaben komplett alleine ab. Alleine? Da habe ich 76%. Ich weiß, was ich tue. So, 50 Betonmodule noch machen. Da habe ich bei 84%. Bei 500 und 1000 Bauabschnitte. Ich bin bei 561 bei 1031. So, Baggermissionen 50 und 100. Bei 50, 52 bei 126. Dann 50, 100 weitere Missionen. 34, 17. Und das waren alle. Das heißt, ich muss noch baggern, Weizen, Beton und ich muss noch mal und Kettenfahrzeug muss ich fahren. Und ich muss natürlich dann noch, ja, halt, ich habe noch viel zu tun. Und ich muss auch noch alleine sogar spielen. Das macht ja auch keinen Spaß, alleine Bauvorhaben abzuschließen. Naja, eventuell schaffe ich das irgendwann mal nochmal. Dann mache ich so kleine Aufträge. Oder was würdest du sagen? Was? Ich muss ja noch. Ich muss ja noch Bauvorhaben komplett alleine abschließen, ne? Dann mache ich so kleine Aufträge, so die nicht relevant sind. Also so Containertransporte oder halt nur so Kleinigkeiten, ne?
habe ich einmal mehr Geld und bin wahrscheinlich dann ein bisschen weiter, aber ich glaube, ihr wollt nicht sehen, dann 50 Folgen, wo ich komplett alleine da nur die Sachen baue. Kannst du in der Richtig. Kabine stehen, wenn du. So. Morgen ist wieder Ratte-Dingo. Ah, wo? Auf wo ist denn Ratte-Dingo? Wahrscheinlich auf Laut-FM. Ah, weiß ich nicht. Nein, ne? Ja, könnte sein, aber... Also ich weiß auf jeden Fall, dass Ratte-Dingo auf Laut-FM läuft. Aber wo ist halt die Frage, ne? Eventuell geht ihr mal auf Twitch, auf Simlash Radio, da wo die letzte Folge gerade Dingo ist, sind so versteckte Botschaften sind da. Das heißt für alle, So eine Handvoll Zettel, aber so, zum einen sind so Detektive, können da eventuell, wir geben einen kleinen Tipp, es könnte auf dem Zettel stehen. könnte. Es Muss könnte. nicht, könnte. Könnte, deswegen, ich habe ja gesagt, es könnte. Ist irgendwas falsch zu verstehen? Also, wo bist du denn jetzt schon wieder? Aufladen. Eins. Abladen. Ja, meine ich doch. Aufs Dach laden. Ist scheißegal. Da liegt ein Sperr im Haus und das ist aus diesem Scheißhaufen. Ja, was denkst du, wer das wohl gemacht hat? Meinst du das hier? Ja. Ach so, ich dachte, jetzt wird höher. Ja, Digga, da steht noch Toilettenkabine. Warum gehen die da nicht hin? Ja, weil es spät fast. Natürlich. Ja, also. Dennis? Bauunternehmen. Ja, scheiße Chef. Ja, scheiße Chef, nur ganz alleine. Keiner hilft ihm. Backe einen Kuchen, was in dem Rezept stand, 350 Kirschenwasser. Ich dachte, aber Kirschwasser, Alkohol. Was eigentlich gemeint war, dass Abtropfwasser aus dem Glas der Kirschen, was du Lust hast, morgen mit sicher lustig. Immer nur am Luren. Nur Blödsinn. Nur Blödsinn. Nur am Luren. Wie wär's denn mit der Bananensage? Hatten wir schon. Nein, wir hatten Bananensage des Tages. Schade, du kommst, du fällst nie drauf ein. Die Bananensage der Woche. Nächster Halt, Essen Hauptbahnhof. Next Stop, Food Central Station. Ja. Weißt du, wo man nochmal daran arbeiten musst? Dass du Bahnansage der Woche sagst? Pause, 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 wegen dieses Ding, 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 ne? Vorher. Nein. Muss immer viel schneiden jetzt bei dir, immer. Ich muss immer warten, immer Okay, warten. aber Nein, das machen wir jetzt nie nochmal, das schaffe ich schon. Dann habe ich die jetzt. Habe ich die letzten 80 Folgen auch gemacht. okay. Finde den Fehler. Keine 80 Folgen, 58. 59 jetzt. Das ist die 59, Ja. aber 58 Folgen Ja, sind das Bahnhof, wie du gerade wir ausgesprochen müssen überlegen, was wir in der 60. Folge machen. hast. Nee. Zetterschaft! Müssen wir mit Markus bereden. Wollen wir Meinetwegen Robin quälen mit Zetterschaft? Ja, bitte. können wir in der 66. machen. Weißt du, was ich überlege? Ob wir ein Rennen machen mit Pritschenwagen. Dass wir dann den das war das war zum
dass wir am Fahrzeughändler anfangen. Dann los geht's zum Firmengelände. Dann laden wir die Sache auf. Dann geht's zum Baustoffhändler zur Stadt. Ja, da müssen wir einen Kran betonen. Dann müssen wir wieder was aufladen. Dann geht's zum Gartenhandel. Nee, dann geht's zum Sägewerk Dorf. Da holen wir dann Holz. Nee, es geht erst zum Gartenhandel. Da müssen wir noch was holen. Dann müssen wir zum Sägewerk Dorf. Dann müssen wir zum Baustoffhändler Dorf. Müssen da was abholen. Und dann zum Sägewerk. Da was hinbringen. Genau. Dann wieder zum. Dann zum Bahnhofsviertel. Da was abliefern. Und dann ein. Und dann zum Fahrzeug. Da steht dann ein. Dann zum Führgelände Stadt wieder, ne? Nein, am Fahrzeughändler steht dann ein kleiner Kutsch. Nein, ich würde sagen, da steht ein Absatzkipper. Und mit dem Absatzkipper müssen wir zum Dorf? Zum Baustoffhändler Dorf, da steht ein Container? Nee, der Container steht vorher am Kieswerk dann. Wir stellen den Container vorher am Kieswerk. Stellen wir den hin. Nein, Digga, wir können zwei Aufträge machen. Containertransport. Ja, das Problem ist, wenn wir hier Containertransport. Sägewerk statt zum Hafen statt. Und das andere ist halt, ist halt dann woanders. Das heißt, wir spielen mit drei Leuten dann. Dann stehen am Kieswerk stehen drei Container. Oh, da müssen wir dann da zum Kieswerk und dann zum Hafen fahren. Und dann zum Hafen. Und dann zum Schluss nochmal zum Firmengelände hin. Und wer als erstes alles gemacht hat, hat gewonnen. Wenn am Firmengelände steht, hat gewonnen. Genau. Dann, also wir beide und Markus spielen. Das CPO war, den stellen wir dann mal eben überall hin und der kontrolliert dann, also, der Oder macht mit. Oder? Ich ja immer so lustig. Oder ein Zuschauer. Der sich meldet. Er macht währenddessen einen Auftrag. Mal schauen. Ich muss in einer Stunde wieder nach Hause. Ja, kannst du mal dann bitte den Internet Auftrag fertig? Ich suche mir eben den, Moni Acker Markus anschauen. Nein, ich rufe ihn später an. Ich rufe ihn später an und erzähle ihn dann. Also kein Problem. So, danach muss gegossen werden, genau. Oh, das ist geschafft. So, dann machen wir jetzt den Motion-Bereich frei. Gut, dann machen wir wie viel ist denn zu gießen da? Sag mal, ist das normal oder? Ist das eine große Fläche, die wir gießen müssen oder wie viel muss man da gießen? Ach du Scheiße. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Du, das machen wir, das nee. Übernächste. Was ist die nächste Folge für eine Folge? Ja, stimmt. 60. Folge. So, bei der 6. Folge machen wir eher was anderes. So, das heißt, wir können es nur in der... Warum kann ich nicht arbeiten mit der Betonpumpe? Kann mir das jemand mal bitte sagen? So, jetzt geht's aber. So, gut. Dann habe ich schon mal hier vorbereitet. Dann wird hier weitergemacht bei dem Haus in der 61. Folge. Und bei unserem großen Haus wird auch weitergemacht in der 61. Folge. Wie gesagt, die Sachen, die zur 60. Folge, die bereite ich dann irgendwann mal vor. Und dann schaffen wir das schon irgendwie. Eine Strafe müssen wir uns dann auch irgendwann ausdenken, aber das, machen wir natürlich wieder in der Folge. Dann stellt Fragen in den Kommentaren. Oder auf. Instagram, Telonym, da heißt du. Genau, stellt da überall Fragen oder stellt da Fragen einfach, dann können wir die in der Folge beantworten und
Und dann wünsche ich euch sagen eine schöne Woche. Wir sehen uns das nächste Mal. Noch ein schlechter Witz. Jetzt habe ich eine Leiche in der Badewanne. Ich kann mich nicht erinnern, gestern zwei. Mit dem schlechten Witz wünsche ich euch trotzdem eine schöne Woche. Hört morgen gerade Dinge und seid wieder froh mit Chris und Micha. Die Freunde natürlich. Alter, hör auf mit dem schlechten Witz. Schaut einfach gerade Dinge morgen. In meiner Lieblingssendung ist aufgenommen, aber trotzdem macht es euch Bock. Schöne Woche, wir sehen uns das nächste Mal, Folge 60. Sonnenauftrag, bis dahin. Ciao, ciao.